Beratrum Album, dem weißen Nieswurz, begegnet man auf Bergtouren in den Alpen und in der Hohen Tatra. Es sind kräftige, weißblühende Stauden mit schraubig angeordneten, längs der Blattadern gefalteten, ausdrucksstarken Blättern. Vor allem in den Wurzeln findet man giftige Alkaloide wie das Germerin oder auch Protoveratrin. Diese bewirken Erbrechen, heftige Diarrhoe, Kältegefühl, Muskelkrämpfe, Halluzinationen sowie Blutdruckabfall bis hin zu Kollapszuständen. Bemerkenswert ist, dass diese Pflanze schon 500 nach Christus im Byzantinischen Reich zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen empfohlen wurde. Das akute Veratrum-Bild, beispielsweise durch eine Infektion, eine Verletzung oder eine psychische Erregung, wie zum Beispiel durch eine Blutentnahme ausgelöst, entwickelt sich rasch. Es zeigt sich eine rapid zunehmende Schwäche bis hin zum Kollaps. Bei hypovolämischem Schock kann es begleitend verabreicht werden. Delirium und Kollaps durch Schmerzen treten auf. Typisch ist dabei Übelkeit und kalter Schweiß, vor allem an der Stirn. Veratrum Album hilft auch bei Menstruationsbeschwerden mit heftigen Schmerzen, ohnmachtsartiger Schwäche, Übelkeit und kaltem Schweiß. Vor und während der Menses können Erbrechen und Diarrhoe auftreten. Auch Ohnmachtsanfälle während der Schwangerschaft sind eine typische Indikation. Veratrum Album hat neben Camphora und Cuprum durch seine überzeugende Wirkung bei Cholera-Epidemien geholfen, die Homöopathie weltweit zu verbreiten. Charakteristisch sind abdominelle Krämpfe und Koliken, einhergehend mit kaltem Schweiß und ausgeprägter Kreislaufschwäche, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhoe. Auch bei Gallenkoliken kann diese Arznei hilfreich sein. Ruhelose Aktivität, typischerweise mit ungezügeltem Redebedürfnis, können auf Veratrum Album hinweisen. Möglich sind aber auch Phasen mit hartnäckiger Schweigsamkeit. Schon für Hahnemann war Veratrum Album eine der wichtigsten Arzneien bei psychotischen und manischen Zuständen mit religiöser Verzweiflung und Angst um das Seelenheil. Im Größenwahn tadelt er oder sie andere und kann sehr unverschämt werden. Zerreißen oder zerschneiden zum Beispiel der Kleidung, das Verdrehen und Rollen der Augen sind typische Symptome. Veratrum Album ist eines der verfrorensten Arzneien der Materia Medica und kann auch bei Fieberfrost während akuter Infektion indiziert sein. Weder im warmen Zimmer noch am Ofen bessert sich das Frostgefühl. Oft besteht eisige Kälte bis in die Knochen. Die eisigen Hände und Füße sind gegebenenfalls bläulich verfärbt. Kranke beschreiben ein Gefühl, als fließe Eiswasser durch die Adern oder als wären Eiswürfel auf dem Scheitel. Gegebenenfalls besteht auch im Mund ein Kältegefühl, möglicherweise mit Mentholgeschmack. Erstaunlicherweise besteht gleichzeitig großer Durst auf kalte Getränke und Verlangen nach Eis oder sauren Obst bei Abneigung gegen warme Speisen. Bei feuchtem Wetter treten Gliederschmerzen auf. Generell tritt eine Verschlechterung bei Wetterwechsel von warm nach kalt und während der kalten Jahreszeit auf. Bettwärme verschlechtert allerdings die Schmerzen, während Gehen bessert, weshalb der Patient nachts aufsteht und umherwandert. Es zeigen sich auch Muskelkrämpfe, Zucken und Muskelschwäche, vor allem der Oberschenkel mit wackeligem, unsicherem Gang. Hausbesuch bei einer 7-jährigen Schülerin. Sie ist zu schwach, um in die Sprechstunde zu kommen. Seit 3 Tagen Übelkeit, Erbrechen mit heftigen Würgen und unaufhörlichem Brechreiz. Sie trinkt kaltes Wasser, aber kann es nicht bei sich behalten und bricht es nach kurzer Zeit wieder aus. Sie hat kolikartige Schmerzen und reichlich wässrig schwallartige Diarrhoe mit gleichzeitigem Erbrechen. Nach Stuhlgang tritt kalter Stirnschweiß auf. Es besteht große Erschöpfung. Auf dem Weg zurück zum Bett ist sie kollabiert. Sie wirkt apathisch, das Gesicht ist sehr blass.
Abdomen ubiquitär druckschmerzhaft, aber ohne Abwehrspannung. Sämtliche Appendizitis-Zeichen sind negativ. Bei positiver Umgebungsanamnese scheint eine virale Genese am wahrscheinlichsten. Therapeutisch stehen demnach Rehydrierung mit Elektrolytausgleich und symptomatische Therapie im Vordergrund. Folgende Symptome sind hilfreich und im Arzneimittelbild von Veratrum Album zu finden: Kollaps nach Erbrechen, Kollaps nach Diarrhö, kalter Schweiß der Stirn nach Stuhlgang, Durst auf kalte Getränke, Erbrechen nach Trinken, schwallartige Diarrhö. Innerhalb der nächsten Stunde nach Veratrum Album C30-3-Globuli zunehmend Farbe im Gesicht, Eimer kann zur Seite gestellt werden, Bauchschmerzen sind besser und sie beteiligt sich an der Unterhaltung. Anschließend bei wiederkehrendem Appetit vorsichtiger Kostaufbau. 2 Tage noch dünner Stuhl. Veratrum Album ist indiziert bei rascher Entwicklung einer extremen Schwäche bis hin zur Ohnmacht, begleitet von kaltem Schweiß und von Übelkeit. Auslöser können Infektionen sein, Verletzungen, Aufregung, starke Schmerzen oder die Menstruation. Begleitend treten Erbrechen und Diarrhö auf. Charakteristisch für diese Arznei ist die eisige Kälte und das Frieren mit Verschlimmerung der Beschwerden bei feuchtem und kaltem Wetter. Eigenartigerweise besteht zugleich ein starkes Verlangen nach kalten Getränken und nach Eis. Hinweise auf psychiatrische Erkrankungen können ungezügelter Redebedarf sein, das Tadeln anderer, Zerreißen von Kleidung und das Rollen mit den Augen.